Die Freiburger in Schwarz auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis, ausgerechnet bei einer der heimstärksten Mannschaften der Liga. Die Aufgabe also besonders schwer an der traditionsreichen Essener Hafenstraße. Fonić mit der ersten Möglichkeit für die Hausherren. Riesenglück für Freiburg nach 10 Minuten, dass Fonić den nicht aufs Tor bekommt. Der Tabellenletzte aber weiter in Bedrängnis. Lungwitz kann die Flanke nicht verhindern und in der Mitte lauert wieder Fonić. Die Führung wäre längst verdient, auch weil Freiburgs Lang viel zu weit weg ist von seinem Gegenspieler. Aber klasse reagiert von Uphoff. Und auf dem holprigen Acker findet Freiburg weiter keinen Zugriff. Essen wieder bei rechts. Obus und Fonić. Und dann ist es Eisfeld. 23. Minute. 1-0 Essen. Den Freiburgern fehlt vor allem auch die Lufthoheit. Und das liegt nicht an der Spielfläche. Benjamin Uphoff im Tor kann das auch nicht mehr verhindern. Da ist allerdings noch kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Die Gäste jetzt im Erst-Recht-Modus. Luca Marino versucht es mal. Aber Essens Torhüter Golz auf dem Posten. Ein Weckruf zur rechten Zeit, weil Freiburg wie ausgewechselt. Joel Bixel auf Bauer. Was war das denn? Das 1:1. Technisch eine Augenweide. Bixels perfektes Zuspiel und Mika Bauer, tolle Ballannahme, sicherer Abschluss. Geht doch, da ist es endlich das erste Tor für Freiburg in diesem Jahr. Und das wirkt sowas von befreiend. Achtung, der Tabellenletzte der Liga nicht mehr zu bremsen. Unglaublich, die Freiburger Führung durch Al-Gadoui. Da staunt sogar der Trainer. Aber was ist das denn für ein Fußball? One Touch, 6 Stationen und der Ball ist drin. Das ist ohne Worte. Schon dafür hat sich die 500 Kilometer weite Anreise doch gelohnt. Der kleine SC Freiburg führt zur Pause. Die kleinen Ziele sind schon mal erreicht. Nach dem Wechsel also Essen gefordert und die kommen mit Wut aus der Kabine. Fonić und Uphoff auf der Linie, aber der Treffer zählt. 2:2, der Ausgleich in der 49. Minute. Leonardo Fonić, der Torschütze, profitiert davon, dass Fellmann ihn nicht stoppen kann. Und Benjamin Uphoff versucht zu retten, was nicht mehr zu retten, ist der Ball klar hinter der Linie. Viel zu schnell also der Gegentreffer nach der Pause aus Freiburger Sicht, aber die beweisen heute Mentalität. Marino, 2:3, das gibt's doch gar nicht. Luca Marino mit der erneuten Führung völlig humorlos. Freiburg, der Tabellenletzte im Stile einer Spitzenmannschaft. Aber noch ist ja eine gute halbe Stunde zu spielen. Nur wer in Bielefeld und in Lübeck gewinnt, der kann auch aus Essen was mitnehmen. Wörner mit dem 4:2 auf dem Fuß, aber der Ball schlägt die falsche Richtung ein. Freiburg muss jetzt nur noch die Essener Schlussphase überstehen. Uphoff, Riesenparade, aber auch von Essens Berlinski sehr schön gemacht. Nur noch Sekunden auf der Uhr. Freiburgs Abwehr gehörig unter Druck und Essen mit Gewalt. Das 3:3, Nils Kaiser in der 89. Minute. Aber davor gehen die Freiburger auch nicht richtig hin zum Ball. Ausgleich in einem verrückten Spiel, das noch nicht zu Ende ist. Bubari im Duell mit Essens Obus. Der Freiburger trifft Obus am Fuß. Klarer Fall, Strafstoß. Das Ganze in der Nachspielzeit. Dumbuya und 15.000 Essener im Duell gegen Benjamin Uphoff. 4:3, Spiel gedreht, die Entscheidung. Ganz, ganz bitter für Freiburg, die so viel Moral bewiesen haben, 3 Tore erzielt und dennoch wieder keine Punkte haben. Es bleibt weiter schwer, die Köpfe oben zu behalten für die U23-Reserve des SC Freiburg.